Hallo Friends und willkommen zu diesem neuen Video und zu einer neuen Spielvorstellung. In diesem Video werde ich euch nämlich ein Spiel vorstellen, von dem mein Teenie-Ich wahrscheinlich einfach nur geträumt hätte, denn es geht um das Spiel The Witch of Fern Island. Dies ist nämlich ein Spiel über ein junges Mädchen, das eine echte Hexe werden will und es erscheint auch schon am 1.5. Das Spiel kombiniert Gameplay-Elemente aus mehreren Kategorien, darunter Sandbox, Open World mit RPG, Abenteuer und Erkundungselementen. Dabei tauchst du in die Geschichte der Insel und ihrer Bewohner ein und es ist hierbei an der Zeit, den Platz in der magischen und geheimnisvollen Welt der Farninsel zu entdecken. Und Leute, ich wollte früher nicht nur Prinzessin sein, ich wollte auch Zauberin sein, Hexe und alles, was dazu gehört, alles, was mit Fantasy und was weiß ich in Verbindung stand. Und deswegen ist dieses Spiel einfach perfekt für mich, denn Leute, Hexe und ich, das ist einfach eins. Na, Spaß. Obwohl, Spaß, das werden wir sehen, sollte ich das Spiel spielen. Das würde mich nämlich auch sehr interessieren, ob ihr wollt, dass wir das Spiel wirklich mal spielen werden. Und wenn euch auch allgemein die Spielvorstellungen gefallen, dann hinterlasst auf jeden Fall eine positive Bewertung. Und abonniert diesen Kanal, so könnt ihr diesen auch super unterstützen und verpasst auch kein Video mehr. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Überblick über dieses grandiose Spiel. The Witch of Fern Island ist ein Spiel über ein junges Mädchen, das eine echte Hexe werden will. Tauche in die Geschichte der Insel und ihrer Bewohner ein. Während deines Aufenthalts auf der Farninsel kannst du an hexerischen Praktiken teilnehmen, zum Beispiel Hexerei betreiben, die Geheimnisse der Insel erforschen oder Menschen aus verschiedenen Kulturen helfen. Deine Fortschritte werden von den Hexen der Akademie bewertet, die durch eine Glaskugel mit der jungen Auszubildenden kommunizieren werden, damit sie die Hexenkunst weiter erlernen und Prüfungen bestehen kann, um eine vollwertige Hexe zu werden. Die wichtigsten Spielmechaniken sind dabei, dass du dein eigenes Haus erweiterst und pflegst. Dank der Freundlichkeit der Einheimischen, insbesondere der Bürgermeisterin, kommst du in den Besitz einer verlassenen Hütte einer Hexe, die früher auf der Insel lebte. Die Hütte kannst du reparieren, erweitern und vor allem nach deinem eigenen Stil und Geschmack einrichten. Das Spiel kann als gemütliches Spiel eingestuft werden, aber du kannst zudem das Ganze entweder im Gameplay spielen, als auch in verschiedenen Story-Levels. Es wird also ermöglicht, die Geschichten der Menschen aus einer persönlicheren und tieferen Perspektive zu betrachten. Zudem kannst du die Beziehungen zu den Einheimischen der Farninseln aufbauen. Lerne die vielen bunten Figuren kennen und schließe Freundschaften mit ihnen. Jeder Inselbewohner hat seine eigenen Interessen, Freundschaften und seine eigene Geschichte. Sie haben Probleme, bei deren Lösung du ihnen helfen kannst. Du kannst aber auch die Kulturen der Boran, Apatut und Kukwa lernen. Dabei entdeckst du ihre Sitten, Glauben und Traditionen. Pass jedoch auf, wenn du mit dem Schicksal anderer Menschen spielst, denn dein Eingreifen kann ihr Leben für immer verändern. Erlerne mächtige Rituale, um deine Farn zu schützen, das Wetter zu beeinflussen und die Zukunft zu lesen. Bereite magische Tränke zu, die den Bewohnern der Insel bei ihren Problemen helfen und dir die Entdeckung der Inselgeheimnisse ermöglichen. Fertige Amulette, Talismane und andere Erzeugnisse an, um sie im Hexenladen zu verkaufen. Vergiss deine magischen Gefährten dabei nicht. Die Familiar stehen dir mit Rat und Tat zur Seite und der verzauberte Kessel hilft dir, neue Rezepte zu entdecken. Für magische Rituale und Tränke brauchst du magische Zutaten. Mit ein bisschen Mühe oder Finesse und Magie kannst du dir eine nützliche Vorratskammer einrichten. Züchte Tiere, baue Pflanzen an. Du kannst Kräuter, die du auf der Insel entdeckt hast, in deinem eigenen Garten anbauen, Gemüse verzaubern, um ihre magischen Sorten zu erhalten und Tiere kreuzen, um ihre neuen Rassen zu entdecken. Zudem kannst du die Farninsel erkunden und den Ort voller Geheimnisse und Rätsel, den du zu Fuß oder mit Hilfe der schönen und stattlichen Zorro-Pferde frei erkunden kannst. Auf diese Weise kannst du viele verschiedene Gebiete und interessante Ortschaften leicht erreichen. Mit der Zeit kannst du dir vielleicht einen fliegenden Besen beschaffen. Dies ist ein unverzichtbares Werkzeug jeder echten Hexe. Bei der Erkundung der verstreuten Ruinen kannst du die jahrhundertealte Geschichte der Insel entdecken, Spuren früherer Hexen finden und die Wahrheit über die Insel erfahren. Genieße dabei das Leben. Auf der Farninsel gibt es jede Menge interessanter Aktivitäten. Du kannst angeln, fotografieren, archäologische Fundstätten erforschen, Insekten fangen, die lokale Flora und Fauna erforschen, an Festen teilnehmen und vieles, vieles mehr. Das Wichtigste dabei, entdecke all das in deinem eigenen Tempo. Hab Freude am Alltag auf der Insel. Du kannst nämlich endlos lang spielen. Das Tages- und Kalendersystem ermöglicht es den Spielern nämlich, den Lauf der Zeit zu spüren. Sie können Veränderungen in der Community und die Jahreszeiten beobachten und an verschiedenen Feiertagen und Festen.
besten teilnehmen. Ich muss sagen, ich bin ja oft von Spielen überzeugt, die wir vorstellen, da wir ja schon sehr darauf achten, dass das auch Spiele sind, die wir selber spielen würden. Aber von diesen Worten, die ihr gerade gehört habt, bin ich sowas von geflasht, denn das sind wirklich Sachen, die mich einfach wirklich packen. Ich habe in meiner Kindheit solche Sachen geliebt. Zum Beispiel Hexe Lilly, ich weiß nicht, ob sie noch kennt. Es war einfach toll. Dann Bibi Blocksberg war auch ein absoluter Traum von mir. Und jetzt eventuell die Möglichkeit zu bekommen, selber Hexe zu sein. Ein Lebenstraum geht in Erfüllung, Leute, ihr wisst es nicht. Wenn all das im Gameplay nur halb so toll ist, wie ich es euch gerade vorgestellt habe, dann wird das einfach ein Top-Spiel in 2023 für mich. Also jetzt würde mich mal wirklich sehr interessieren. Schreibt in die Kommentare. Habt ihr früher auch super gerne Filme und Serien mit Hexen und Zauberern geguckt? Ich meine schon alleine Harry Potter ist zwar ein bisschen was anderes als das jetzt hier. Und das noch so auf süß gemacht. Deswegen rede ich auch die ganze Zeit so von meiner Kindheit. Aber hinterlasst auf jeden Fall eine positive Bewertung, falls wir das Spiel spielen sollen. Ihr da auch Interesse dran habt und mehr von solchen Spielen sehen wollt. Und abonniert diesen Kanal, um ihn zu unterstützen und kein Video mehr zu verpassen. Schaut bei unseren anderen Social Media Kanälen vorbei. Gerade auf Twitch und Instagram gibt es eigentlich auch täglich Content für euch. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi, ihr Lieben.